Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge White Knight. Und wir sind ja jetzt in einem neuen Kapitel. Ich hasse dich. Angekommen. Und hier liegen überall Streichhölzer herum, das finde ich total dufte. Neun. Merken. Thomas, das Speichern. Hier waren brutale Bilder versteckt, signiert von Margaret. Oh Gott, sind wir jetzt in ihrem Reich. Der Besitzer hat eine Leidenschaft für seine Bücher. Ich muss mal wieder ein bisschen mehr untersuchen. Irgendwie habe ich es... Oh yes. Sorry, ich habe jetzt seit der Treppe nicht mehr gespeichert. Deswegen dachte ich mir mal... Machen wir mal, wa? Und dann gucken wir uns mal weiter um. Ich bin mal gespannt, was uns jetzt hier oben alles erwartet. Aber eigentlich auch nicht. Ich habe keine Lust, das rauszufinden. Egal was es ist. Da, ey, hier liegen. Diese Nachricht glich eines verzweifelten Schreie ins Nichts. Was? Selena. Und ich hab's doch. Do you love me? Nein. Also irgendwie ist ein bisschen tot. Verstehst du, was ich meine? Boah. Na toll, bringt natürlich nicht. Oh ja, ein Tagebuch. William Whispers Tagebuch, Auszug 16, 18. Mai 1932. Dieses Mädchen ist ein Diamant. Sie öffnet sich mehr und mehr, selbst wenn ich ihr gar keine Fragen stelle. Sie hat mehr Namen, als ich je verursacht habe, aber sie verdient keine. Sicher rührt ihr Talent daher. Sie sagt, dass ich sie glücklich mache, aber sie weint immerzu. Nur auf der Bühne, wo sich ihre Stimme und der Klang meines Klaviers treffen, habe ich das Gefühl, sie zu lieben, wie ein Mann, nicht wie eine verzweifelte Seele. Wenn die Realität einsetzt, komme ich mir so machtlos vor. Ich habe mein ganzes Leben auf sie gewartet, und nun bin ich wie betäubt, gefangen in diesen modrigen Mauern, die ich immer bei mir trage. Meine Hände zittern, wenn ich ihre Haut berühre, denn ich verstehe, dass zwischen uns etwas fehlt, etwas, das bei den anderen Mädchen immer da war. Ein kalter, scharfer Splitter aus Silber. Meinst du da mit deinem Messer? Na egal, wir gehen jetzt hier rein. Die Tür wurde von etwas anderem versperrt. Das ist natürlich cool. Kann man hier irgendwann mal wieder eine Sicherung einsetzen? Die Uhrzeiger waren blockiert. Wie lange war ich schon hier? Na. Margarets Tagebuch, Auszug 24. 28. Dezember 1915. Ich schreibe selten, aber ich höre nie auf zu malen. Ich sehe mehr, seit ich mein Augenlicht verlor. Selbst das Haus ist in meiner Vorstellung deutlicher. Die Form, die Möbel, die Winkel. Ich sehe mein Umfeld nicht nur so, wie es scheint, sondern als Ganzes, als globale Karte, die meine Seele zu jeder Zeit umarmt. Entschuldigung. Es sind nicht Dinge, die unermesslichen Reichtums bringen. Mein Geist ist eine Dunkelkammer, wo ich Bilder von der Welt entwickle, Bilder, die eine neue Wahrheit beinhalten. Das ist wichtig, um den Plänen der alten Narren von Whisper-Vorstand entgegenzuwirken. Ich lese sie wie die mittelmäßigen Bücher, die sie sind, und schalte mit Hilfe meines Anwalts einen nach den anderen aus. Ich bin die Alleinerbin. William wird der Nächste sein, und dieses Unternehmen wird ihn den Weg zum Aufstieg bereiten. Ich erkenne, welchen Hass er gegen mich empfindet. Damit kann ich leben. Er ist erst 11 Jahre alt und fürchtet sich noch immer vor der Dunkelheit. Ich brauche seine Zustimmung nicht, um ihn auf den Weg seines Schicksals zu zwingen. War es eine Mutter. Die Kisten stammen aus Europa, mehr wusste ich nicht. Yeah, Europa! ein albtraumhaftes Gemälde, das brauche ich nicht. Oh nee. Einer von Selenas Schuhen, oder gehört er einem anderen Opfer? Da hinten sitzt schon wieder... Na klar!
Aber ich habe die Streichhölzer durchaus gesehen. Ein Oger, der einen Mann verschlang. Ein weiterer Tag auf dieser traurigen Erde. Moment. Ich möchte gern... Ich gehe nur auf Nummer sicher, ja? Hä? Komme ich da nicht so hin? Ich habe doch hier Streichhölzer gesehen, oder nicht? Der läuft schon da sehr, sehr popelig. Okay, Moment. Vielleicht muss ich hier hinten rum. Scheint so. Und hier ist auch eine Fotografie versteckt. Cool. 3. März 1921. Hier haben wir. Ich gehe natürlich nicht zu Omi. Aber ich möchte gerne wissen. Nicht vergessen, Mutter sieht fast nichts mehr in der Dunkelheit. Vorhin hat mich einer von Mutters Schatten überrascht, als ich die Räume abgeschritten habe. Sie hob die Arme und griff nach mir. Ich hatte eine Kerze in der Hand, doch vor lauter Furcht ließ ich sie fallen. Die Flamme erlosch, und als ich zurückwich, sah ich, wie das Ding einfror. Sie roch die Dunkelheit und ging fort. Das werde ich auf jeden Fall in Erinnerung behalten. Um den Geistern zu entkommen, muss ich mit der Nacht verschmelzen. Ich muss mich in die gleiche Kleidung hüllen, einer von ihnen werden. Oh nein. Scheiß Idee. Hier ist noch ein Buch. Margarets Tagebuch, Auszug 23. 8. Dezember 1914. Laut Dr. Rosenthal wird mein Augenlicht immer schwächer. Nur durch vage Helligkeitsunterschiede kann ich Tag und Nacht unterscheiden. Letzte Woche musste ich Sarah bitten, mich zu führen, weil ich Angst hatte, mich zu verletzen. Ich habe mich endlich damit abgefunden, dass ich nie wieder werde malen können. Aber ich träumte von Krieg in Europa. Bomben verbrannten die Erde. Eine davon förderte den Leichnam meines Vaters zutage und machte ihn zu Rauch, der zum Himmel aufstieg. Er regnete auf mich herab und wie schwarzer Schlamm. Und ich verstand, dass die Dunkelheit schon immer da war, in der Erde und in mir. Es war vorherbestimmt. Als ich aufwachte, ließ ich alle Farbtuben wegwerfen und behielt nur die schwarzen. Ich konnte die Leinwand kaum erkennen und formte mit meinen Händen einen Rahmen, in dem ich mir das Bild vorstellte. Dann begann ich zu malen und konzentrierte mich nur auf meine Bewegungen. Schnelle, scharfe Striche, die neue und klare geometrische Formen malten und Schatten warfen. Ich begann, meine Welt wieder unter Kontrolle zu bringen. William hatte ich sehr zu seiner Genugtuung zu lange den Dienstboten überlassen. Es wurde Zeit, dass ich mich wieder um seine Erziehung kümmerte. Das heißt also jetzt auf Deutsch, ich soll warten, bis mein Licht ausgeht und dann da langlaufen? Bist du irre? Ja, habe ich jetzt schon gar keine Lust. Sieht mich trotzdem! Ja, ja, ist okay, ich hab's verstanden. Ja, ja, bla, bla. Boah, toll, jetzt darf ich alles nochmal. Es bleibt ja gespeichert, was ich eingesammelt habe, oder? War mir so. Selena. Warte mal, das war Margaret aus 23. Einmal, ich will nur mal wissen, Margaret, ja, 23, 24, super, brauche ich also nicht nochmal einsammeln. Fotoalbum mache ich auch nochmal kurz einen Abcheck. Ich will halt nur auf Nummer sicher gehen. Das war das Bild, wo sie gemalt, die Fotos, wo sie gemalt hat. Hier, wunderbar, bleibt gespeichert. Aber ey, ich kann doch nicht bei dir da langfummeln, das funktioniert nicht. Ich sehe doch nichts. Noch ein Margaret-Buch. Margarets Tagebuch, Auszug 22. 13. Oktober 1914. Seit meinem Unfall im letzten Jahr sehe ich sehr schlecht. Die Welt ist mir fern, als hätte sie mir den Rücken zugekehrt und wäre fortgegangen. Ich kann nicht sehen, aber ich habe viel geweint und wollte das Offensichtliche nicht wahrhaben. Am Tag ist die Welt
wie eine weiße Leinwand voll verschwommener Formen, die bei Sonnenuntergang verschwinden, als hätte die Dunkelheit sie verschluckt. Wenn ich eine spezielle Brille trage und ganz nah an das Papier rücke, kann ich etwas schreiben. Auf diese Weise kann ich auch malen. Ich habe elektrisches Licht in meinem Arbeitszimmer installieren lassen, damit ich weiter arbeiten und lesen kann. Die Anstrengung verursacht schlimme Kopfschmerzen, die ich nur mit Morphin bekämpfen kann. Ein wenig. Ich glaube, William versucht, meine Schwäche auszunutzen, um sich von mir abzukapseln. Er hat kein Mitgefühl. Er liebt mich nicht. Wahrscheinlich hat er mich nie geliebt. Okay, ich muss jetzt warten, bis das Licht ausgeht, damit ich an der Alten da vorbeitippeln kann. Das machen wir jetzt mal. Komm, normalerweise bist du schnell ein Streichholz verschwunden. Jetzt gib dir mal Mühe. Er hat voll die Paranoia. Guck mal, ich stehe rechts neben dir. Junge. Was macht der da? Ich sehe gar nichts. Jetzt sehe ich was. Das ist klar. Ja, super. Ich weiß nicht mal, wo ich da hin soll. Ich weiß nicht mal, ob das richtig ist, was ich da mache. Davon abgesehen. So eine Scheiße. Kaum soll mir ein Streichholz sein. Gibt es hier eigentlich noch einen Raum? Da kam ich hoch. Ne, es gibt nur diese zwei Räume. Na, ist ja großartig. Ich bin begeistert. Also muss ich hier irgendwie durch. Aber ganz ehrlich, die Alte, der ist es doch sowas von Wayne, ob ich da bin oder nicht, oder? Also, die scheißt doch auf mich. Ich geh mal hier so lang. Ah. Ohne Schallplatte würde dieses Grammophon stumm bleiben. Also wieder mal eine Schallplatte finden. Mit einem Streichholz in der Hand kann ich nicht den Stuhl bewegen. Bräuchte eigentlich nur gegentreten. Hexe. Ich habe dir nie gesagt, wie sehr ich dich liebe. Danke für alles. W. Alles klar. Ich Idiot, ich hätte es mit dem Stuhl wegmachen sollen. Egal. Erstmal brauche ich ja hier irgendwo ein bisschen Licht, ne? Kann man nicht hier irgendwas anzünden? Ich meine, im Dunkeln einen Stuhl wegmachen? Hört sich nach Schnapsidee an. Oh, schon mal den Qualm gesehen. Da hinten sitzt schon wieder so eine Alte. Wo? Jetzt habe ich sie nicht gesehen. Selena und William, Auszug 8. Am nächsten Abend streiten wir uns wieder. Als ich anfange, meine Sachen zu packen, stößt Jim mich gegen eine Wand. Ich erinnere mich noch an den Schock. Die Spuren seiner Finger an meinen Handgelenken werden wochenlang zurückbleiben. Dann kommt er wieder zur Vernunft und kocht Tee. Als ob er will, dass ich ihn verzeihe. Ich trinke ihn und weine, ich sehe meine Tränen in die Tasse fallen und im dunklen Wasser verschwinden. Was ist nur aus mir geworden, aus uns geworden? Plötzlich bin ich sehr müde. Ich stürze. Ich rufe nach Jim, aber er sieht mich nur an und krümmt keinen Finger. Kurz bevor ich das Bewusstsein verliere, sagt er, ich konnte das nicht zulassen, verstehst du? Ich will kein Monster werden. Mein Vater hat gereicht. Und dann werde ich ohnmächtig. Okay, da sitzt aber wieder... Ey, ich brauche Selena. Da sind sogar mehrere Orben, sind schon wieder am Start. Was? Nee, 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 nee. Ohne Licht konnte ich es nicht tun, ja. Alter, du bist so ein Arbeitsverweigerer. Hier, Streichholz. Was ist das denn für ein Typ? Alter, hier läuft überall eine Gruseloma rum. Ich glaube, dass Selena uns einen Hinweis gegeben hat, nur... welchen? Selena und William, Auszug 7.
Es dauert Wochen, bis ich begreife, was da passiert. Ich werde Mutter. Es ist zu schnell gekommen. Ich will es unbedingt meinen Eltern sagen. Jim wirkt so überrascht, als er die Neuigkeit hört, dass ich lachen muss. Für mich kann ein Kind nur ein Segen bedeuten. Aber das Leben ist kein Märchen. Jim wird jeden Tag ein bisschen kälter. Er kommt spät nach Hause. Er sieht mich beschämt an, will mich nicht mehr anfassen und geht oft fort. Er sagt, dass die Geschäfte schlecht laufen und er zur Arbeit muss. Etwa 2 Wochen später sagt er mir, dass wir das Baby nicht behalten können, als wäre es ein kaputtes Möbelstück, das wir einfach so wegwerfen können. Ich sage ihm, dass wir es vielleicht nicht können, aber dass ich es kann. Er weigert sich, er will mich aber nicht das Kind. Ich weine, ich schreie, ich sage, ich gehe fort. Mit New York ist es aus für mich. Diese wenigen Worte sind der schlimmste Fehler meines Lebens. Oh, scheiße. Wir müssen irgendwo hier Licht machen. Leck mich doch am Arsch! In jeder Kackecke sitzt so eine blöde Kuh. Na klar. Ach Gott. Ja, bla. Lass mich durch. Hallo, bin Arzt. Hallo. Ich würde ja gerne einfach. Ach, die Kamerabilder. Ja, Selena, du bist uns die größte Hilfe hier gerade ever. Du möchtest gerne, dass ich eine Schallplatte spiele. Du kannst nie irgendwas tun. Das ist schon wieder so Moments hier, ne? Also erstmal brauchen wir irgendwo her Licht. Die sitzen aber überall hier, oder? Gibt's ja wohl nicht. Nee. Oh, die Alte ist weg. Margarets Tagebuch, Auszug 21. 26. August 1913. Ich diktiere Sarah diesen Eintrag. Heute ist mir etwas Schreckliches widerfahren. Ich habe im Garten gemalt und schütze mich mit einem Schirm vor der Sonne. Als ich einen dieser Ausfälle hatte, als ich wieder zu mir kam, schaute ich mit weit offenen Augen genau in die Sonne. Es brannte, als würde sich feurige Deutsche in meine Augenhöhlen bohren. Wie lange blieb ich so? Sarah sagt, ich habe Sonnenbrand. Ich glaube nicht, dass das alles ist. Aber ich kann die Schmerzen nicht ignorieren. Das bedeutet, dass ich mehrere Minuten dort war und in die Sonne gesehen habe. Werde ich erblinden? Ich kann nur Umrisse erkennen und mich kaum bewegen. Morgen kommt Dr. Rosenthal. Ich werde beten. Ich brauche Dunkelheit. Jetzt ist die Alte weg. Ja, mit einem Streichholz in der Hand, aber wir brauchen erstmal Licht, ne? Aber wie? Ey, der Typ ist einfach eine Qual. Ich kann das nicht ohne Licht. Ich muss aber das Streichholz aus der Hand legen. Verstehst du, was ich meine? Ah, leck mich doch. Nee, langsam schaut sie voll hier. Ja, komm, hör auf, da rumzufuchteln. Ey, das ist jetzt gerade echt ein bisschen anstrengend, besonders wenn man einfach mal keinen Plan hat, was sie jetzt hier von einem wollen. Ich muss jetzt mal. Habe ich jetzt alles komplett? Ja, hat der super geklappt. Ich glaube, 21 war jetzt gerade das letzte. Ich diktiere Sarah, ja. Wo kriege ich jetzt zur Hölle Licht her? Geh dich erhängen, bitte. So. Gibt es da irgendwo einen Sicherungskasten oder ich weiß es nicht.
Souvenir, die Art von Antiquität, die man jeden Dachboden findet. Da haben wir schon. Es gibt keinen Strom, ich brauche aber Strom, damit ich hier überhaupt was machen kann. Das ist echt so eine Qual. Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Ja, guck doch noch entspannt. Oder soll ich mich jetzt hier tatsächlich ohne Licht durchschlagen? Ey, die Sicherung ist raus, ich kann nichts drücken. Selena, du bist hier voll die Hilfe. Du könntest eigentlich hier einmal durchragen und alles wäre im Arsch. Aber nein, warum? Warum helfen? Gehen wir mal querfeld ein. Was? Wo? Ach, leck mich doch. Nein, nicht das Streichholz einsammeln, du Idiot! Och Mann. Gott. Ey, der Typ ist echt eine Krankheit, muss ich mal sagen, wa? Lauf! Du musst nicht erstmal hingucken und dein Werk betrachten, dass du ein Streichholz aufgehoben hast. Nein, du kannst direkt nehmen, weiterrennen. Ganz easy. Schaffst du schon irgendwann mal. Ich habe manchmal das Gefühl, der macht das mit Absicht, ey. Das muss zur Mutti. Mutti ist toll. Rein da. Na klar. Och, das ist so ein Scherz, oder? Oh, das nervt so. Das nervt so. Aber ich sehe gerade, wir haben jetzt auch schon genug Zeit rum. Also von daher... Wir wissen, dass wir auf jeden Fall irgendwo da hinten auf den Dachboden da, wo ich vor zweite Mal jetzt verreckt bin, irgendwie, dass wir da irgendwie eine Schallplatte finden müssen, scheinbar. Und erst wenn wir die Schallplatte spielen, wird wahrscheinlich hier alles ausgerottet. Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe das alles nicht. Okay, machen wir beim nächsten Mal weiter. Tschüss, Freunde.